Willkommen zurück, Leute, zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wir haben es geschafft. Wir haben das Bitcoin-Halving hinter uns gebracht und aktuell ist die Reaktion wie erwartet. Wir sind dementsprechend sogar schon ein bisschen gestiegen, stehen jetzt gerade zum Stand des Videos wieder bei 66.000 Dollar. Wir wollen dementsprechend heute mal wieder Marktanalysen machen, wie üblich zum Montag, gehen alle Märkte durch, denn wir haben einige starke Trades, schöne Reaktionen gehabt. Es kamen auch einige Fragen nochmal dazu, bezüglich möglichen Ausstiegen, dann, wenn man entsprechend jetzt in diesem Trade drin ist. Dementsprechend würde ich sagen, legen wir direkt los. So, gehen wir rüber in den Splitscreen. Ja, also was ist passiert? Das Halving ist durch. Dementsprechend werden statt 6,25 Bitcoin pro Block jetzt nur noch 3,125 ausgeschüttet. Das hat es jetzt erstmal mit sich gebracht. Und nach wie vor haben wir hier die Reaktion am Key Price Level gesehen. Wir sind also nicht in das Worst Case 1% Szenario abgestürzt und hier gelandet. Ja, aber wie gesagt, das war auch das 1% Szenario, was maximal möglich gewesen wäre. Aber auch die Reaktion bedeutet ja erstmal noch nichts. Wir haben ja genau gesagt, um das Halving rum wird es genau das hier passieren. Hier mal ein bisschen drüber, mal ein bisschen drunter reindippen. Zack, zack, hier irgendwie so in der Bewegung bleiben. Und das machen wir jetzt auch. Und ich denke auch, das wird jetzt noch ein wenig so weitergehen. Denn ja, klar, erstmal die Reaktion ist positiv. Die ist aber jetzt auch nicht so stark impulsiv, dass es jetzt direkt wieder nach einem neuen All-Time-High aussieht. Wird eine interessante Woche. Ne? Der April, genau wie das Wetter, er macht, was er will. Wir müssen einfach schauen, wie es hier abläuft. Ich hatte ja ein Gewinnspiel bezüglich der Tickets für die Conference am 15. und 16. Mai in Dortmund. Da müsst ihr bitte bis morgen warten. Das habe ich jetzt noch nicht geschafft auszuwerten, denn es waren einfach über 300 Kommentare, die ja den Preis zum Bitcoin-Halving da reingeschrieben haben. Und dementsprechend 5 davon werden ein Ticket gewinnen. Das mache ich morgen früh ganz in Ruhe. Schaffe ich heute leider nicht mehr. Ja, wir sind unfassbar viel immer noch in der Wohnung beschäftigt, permanent jeden Tag. Stundenlang plus die normale Arbeit und on top und so ein bisschen Privatkram logischerweise auch noch, deswegen es dauert ein wenig, aber gut, zurück zu den Märkten, nämlich da kam vorweg noch viel die Frage, als Beispiel, ich bin jetzt im Trade drin, wie mache ich das denn mit dem Ausstieg? Ne? Also beispielsweise bei Near Protocol zum Beispiel, da hatten wir einen sehr, sehr starken Trade gehabt. Hier sind wir eingestiegen in dem Bereich, ne? Und wir haben aktuell jetzt die Reaktion mit 37% ohne Hebel durch, sprich mit 5er oder sogar 10er Hebel durchschnittlich da sogar mit 370% mit einem Trade jetzt gerade zu sitzen. So, gehen wir das Ganze nochmal durch. Also wir führen unsere Trades auf CoinEx auf. Grundsätzlich, ja prinzipiell, wenn ihr jetzt schon bei BitGet oder sonst wo seid, könnt ihr natürlich meine Trades auch kopieren und auf BitGet nachmachen. Euch muss es nur trotzdem klar sein, andere Börsen, andere Preise. Na, das kann dementsprechend mal sein, wenn wir hier die Analysen machen, dass einige hier getriggert wurden bei CoinEx, ne, daher der Chart. Kann wiederum dann sein, dass man bei BitGet nicht getriggert wird, na, weil die Kerzen ein bisschen anders ausfallen. Deswegen, wenn ihr das wirklich 1:1 kopieren wollt, dann mein Broker, wo ich trade, ist letztendlich CoinEx. Da mache ich die Analysen und da setze ich letztendlich auch die Trades. Also, wir haben ja hier unseren Einstiegsbereich. So, das ist in dem Fall der hier. Sprich, hier würden wir eine Long-Position eröffnen bei relativ genau 5 Dollar. So, ich habe mich jetzt mal in einen Sub-Account eingeloggt bei CoinEx. Dementsprechend, wir würden jetzt erstmal, also wir gehen ja nochmal davon aus, der Markt ist jetzt irgendwo hier. Na, also er hat noch gar nicht den Bereich angelaufen. Und wir setzen dementsprechend unsere Limit Order. Ich nutze ausschließlich immer die isolierte Margin. Ihr könnt aber dementsprechend natürlich auch die Cross Margin nutzen, was euch lieber ist. Ich habe auch da Tutorials zu, wieso, warum, weshalb man das oder das nutzen könnte. So als Beispiel, wir nehmen jetzt die isolierte Margin mit einem 5er Hebel. Ich setze hier eine Limit Order. Ich möchte, dass mein Preis bei genau 5 Dollar abgeholt wird. Und ich möchte 1-5% pro Trade würde ich maximal einmal ins Risiko gehen, dann, ja, da soll er letztendlich abgeholt werden. So, und dann, wenn der Trade offen ist, können wir ihn letztendlich bearbeiten. Also hier die aktuelle Position, da steht jetzt 0, weil dieser Trade ist ja noch nicht offen. Wir haben ja eine Limit Order gesetzt und solange die offen ist, kann ich sie letztendlich auch nicht bearbeiten, weil es ist nichts passiert. Das heißt, wir machen es zu Demo-Zwecken, das jetzt nicht nachmachen, machen wir das einmal nochmal so. Wir kaufen jetzt den Markt in dem Sinne, gehen jetzt bei Near ein, steigen jetzt nochmal Long rein. Ich werde den gleich sofort wieder schließen. Aber machen wir das zu Demo-Zwecken einmal eben, damit die Position hier offen ist. So, jetzt ist die Position hier nämlich offen und
dann haben wir die Möglichkeit, hier bei Take Profit Stop Loss den Trade letztendlich zu bearbeiten können und dann Stop Loss setzen und natürlich den Take Profit, also unser Ausstiegsszenario. Das heißt, wie wir das auch im letzten Tutorial, auch das pinne ich euch hier nochmal an, haben wir nochmal Ausstiegsmöglichkeiten gesetzt, sprich ich möchte hier im entgegengesetzten Bereich aussteigen, kann also entweder hier nochmal das Fibo ziehen, wäre zum Beispiel jetzt schon ein möglicher Take Profit auf jeden Fall, also hier ein entgegengesetztes Korrekturlevel, ist alles im Tutorial erklärt, würde ich dementsprechend aussteigen oder einen Ausstieg setzen, einen Take Profit setzen, sprich hier bei $6.65, dann gebe ich den Take Profit hier bei $6.65 ein, dort soll er 665, das wäre schön, ein Preis für Nier, dann wäre ich auf jeden Fall Multimillionär, dann soll er automatisch meine Position bei $6.65 verkaufen. Oder wie gesagt, eine 100% Korrektur, dass ich davon ausgehe, dass er mit dieser Reaktion dieses High hier übertrifft. Sprich, ich möchte meinen Take Profit erst hier oben haben bei $8.86. So, dann habe ich in dem Fall eine 100% Korrektur aus dem Bereich zurück zu dem vorherigen High. Also bis dahin, was mal eben so 77% wären, auf jeden Fall ebenfalls ein sehr realistisches Take-Profit-Szenario. Grundsätzlich den Take-Profit setze ich meistens so 20 bis 40 Pips unter das Kästchen hier. Viele machen das auch mit so einer 1%-Regelung. Das finde ich ziemlich dämlich, weil überlegt mal, also 1% Drawdown hier, dann bist du hiermit schon raus. Na, das geht eigentlich irgendwie fast gar nicht. Na, und das letzte Level hier, das 66,7er, das wird halt noch getradet und das ist ja im Regelfall nicht exakt pip genau Reaktion hier, sondern dass er hier so ein bisschen drüber kommt und dann reagiert. Das heißt, also 1% unter das Kästchen in Stop-Loss zu legen, finde ich irgendwie ziemlich dämlich. Dementsprechend bei mir sind es immer so, also Pips sind die Maßeinheit, bei mir, die könnte ich hier immer ansehen, wenn, dann seht ihr hier das Pip-Value, wenn ihr dieses Lineal hier letztendlich anlegt auf TradingView, das sollte auch in der kostenlosen TradingView-Version mit drin sein und dann könnt ihr es in dem Fall entweder nach 20 bis 40 Pips machen oder ihr legt es unter die letzten unter das letzte Key Price Level, sprich meistens, wenn ihr hier die langen Kerzendochte seht, ist das ein häufig mögliches Szenario, dass man, dass diese Bereiche hier halt nochmal gefischt werden, na, wie wir das sehr, sehr häufig gesehen haben, und dann legt man beispielsweise den Stop-Loss da drunter. Na, also als Beispiel haben wir hier eingestiegen, Stop-Loss unter diesen Docht hier legen, ja, dass man hier einfach nicht nochmal gefischt wird, selbst wenn der Bereich, selbst wenn der Markt hier nochmal zurückkommen sollte, dass man hier immer noch abgefangen werden kann. Gut, länger geworden als erwartet. Jetzt haben wir schon sehr, sehr viel geschnackt. Wir gehen aber nochmal alphabetisch die Märkte durch. Bei Bitcoin, wie gesagt, hat sich hier nach unserem Plan erstmal nichts geändert. Also Alchemy Pay ist nix. Das ist zum Beispiel eine sehr, sehr ärgerliche Geschichte, denn grundsätzlich, wie wir hier sehen, unsere Idee war vollkommen richtig. Leider trade-technisch ist er nur durchgerasselt, ne? Das war ein bisschen zu viel. Je nachdem, wer vielleicht eine Cross-Margin benutzt hat oder einen größeren Stop-Loss gesetzt hat, der dürfte jedenfalls noch drin sein. Aber ansonsten wäre der hier natürlich leider durchgerasselt, aber trotzdem lagen wir von der Idee hier natürlich richtig, dass hier die bullische Reaktion kommt. So, ADA hat jetzt zwar hier wieder reagiert, das ist aber ein Level, das natürlich nicht mehr relevant war, denn er hat hier ein vorheriges High geschlagen, sprich, ja, der sollte hier eigentlich nicht nochmal zurückkommen in dem Bereich. Also ich habe ihn dementsprechend nicht getradet, habe aber auch schon von einigen gelesen, dass sie hier nochmal eine Position eröffnet haben, steht jetzt gerade im Plus. Glückwunsch auf jeden Fall an alle. Ajax, ebenfalls sehr schöne Reaktion. Also der Markt ist wirklich gerade auf Raketenbasis. Wir haben wirklich sehr, sehr schöne Take-Profits bei einigen hier. Auch hier 32% ohne Hebel. AKT, ebenfalls stand jetzt eine schöne Reaktion, war bei mir in dem Fall Spot. Also habe ich aber auch auf CoinEx per Spot gekauft. Link dazu übrigens in der Videobeschreibung oder auch im angepinnten Kommentar. Also AKT ebenfalls mit aktuell plus 22%. AVAX ist hier leider durchgerasselt, ist also nix. BNB fehlt noch eine ganze Menge, hat nicht ansatzweise den Bereich angelaufen. Cake uninteressant. CKB jetzt gerade im möglichen Kaufbereich angekommen. Der fühlt sich natürlich immer noch teuer an, jetzt bei 2 Cent, wenn wir den vorher natürlich so günstig hier unten gecatcht haben. Aber grundsätzlich auch hier relevanter Kaufbereich 0,019. Also ja gut, 2 Cent bis 1,4 Cent runter hat der Platz. Pro hat jetzt erstmal rausreagiert, aber auch noch nicht wirklich nennenswert. Auch erstmal im zweiten Anlauf müssen wir abwarten, wie der sich verhält. CSAX ist nix. Kudos ärgert, ne? Kudos ärgert, dass der jetzt die Reaktion hier am Key Price Level zeigt und vor allem ohne Liquidity doch, das sieht man selten im Chart, ne? Also, ja, da ist letztendlich noch nichts. Meine bei Limit Order habe ich hier drunter gesetzt. Mal schauen, ich hoffe eigentlich, dass die auch noch abgeholt wird, ne? Also hier im Bereich ebenfalls auf CoinEx 0,0166. DAG ist nichts.
Dogecoin ist nichts, Dot ist nichts, also na, sieht vermeintlich aus wie ADA, wo man jetzt sagen könnte, der hat, aber Jay, der hat doch jetzt hier wieder rausreagiert. Ja, aber aus dem Bereich, wo er eigentlich gar nicht zurückkommen sollte, ne? Er hat hier also das unterschritten, das sollte er schon nicht machen, da er hier ein neues High geschlagen hat. Also, das hier, klar, er hat jetzt rausreagiert, ist aber grundsätzlich kein valider Kaufbereich mehr gewesen, ne? Per Spot, klar, per Spot können wir immer kaufen bei solchen Preisen, aber per Trade war das einfach nach System nicht mehr drin. EGLD scheint sich hier zu retten, aber ist auch natürlich trade-technisch erstmal durchgerasselt. ETH, ja, ärgerlich, sehr knapp verfehlt, aber auch das sieht noch nicht danach aus, als würde er jetzt straight wieder auf 4000 Dollar zurückziehen. Ja, müssen wir abwarten. Also, ich kann mir gut vorstellen, dass, wenn es den Bitcoin jetzt nochmal wieder ein bisschen tiefer bringt, na, dass er weiterhin hier rumdümpelt, hier nochmal den Bereich anläuft oder so, dass Ethereum dann endlich auch final hier in unserem Bereich kommt und dann können wir ihn hier auch nochmal wieder catchen. Fetch! Ja, perfekte Reaktion. Absolut perfekte Reaktion. Ist da irgendjemand getriggert worden? Ich selber nicht, leider. 56% Profit wären das auf jeden Fall schon. Völlig verrückt. Flachs weiter im Kaufbereich, scheint sich jetzt so retten zu wollen. GRT hat auch erstmal rausreagiert. Sieht auf jeden Fall nicht schlecht aus. Hier aus dem Einstieg sind es aber auch gerade mal 9% plus, wenn er per Marktausführung vielleicht später hier irgendwo unten drin eingestiegen ist. Der hat natürlich schon ein bisschen mehr. HBAR zieht nochmal gut raus hier aus unserem Bereich. Hier in dem Fall ja auch schon 27% Profit. Inch hat ebenfalls rausreagiert für alle, die ihn hier langwierig verpasst haben. Aber bis jetzt ist das noch nicht nennenswert, zumindest aus trade-technischer Sicht erstmal noch nicht. IOTA ist nix, Casper ist nix, der hat noch Platz nach unten. Der sollte auf jeden Fall nochmal unter die 10 Cent jetzt kommen, die Tage. Link hat auch sehr, sehr schön rausreagiert jetzt erstmal und steht zumindest schon mal bei 12,4% plus. Litecoin ist nix, Matic war nix. MX macht jetzt endlich, wo alle wieder steigen, auch endlich die Korrektur, ne? Also der ist ja sowas von atypisch, azyklisch gelaufen und hat hier einen All-Time-High nach dem anderen gemacht, ne? Und jetzt, wo alles wieder steigt, kommt auch bei MX die Korrektur. Aber gut, ja. Ziellevel erstmal knapp verfehlt. Müssen wir abwarten, wie der sich hier verhält. Vielleicht macht er tatsächlich nochmal ein BC hier zwischen. Na, also so die Bewegung hier. Dann können wir ihn hier vielleicht nochmal catchen, dass er dann nach oben fliegt. Gut, Nier hatten wir gerade, ne? Perfekte Reaktion hier aus unserem Bereich. Also das kann gerne so weitergehen. Optimal wäre es natürlich, wenn er hier jetzt auch das High schlägt. Ocean hat perfekt reagiert aus unserem Bereich und mit gerade mit am besten 61% Profit. Das sieht doch auf jeden Fall gut aus. Na, und das meine ich, schauen wir hier einfach nochmal rein. Natürlich, die 66,7, wenn die getradet wird, ja, dass sie ein bisschen drüber kommt, das ist ja normal. Das ist ja genau wie hier das 50er. Der dippt ja nicht rein, zack, raus, sondern immer so ein bisschen rein. Und wenn wir jetzt hier bei dem Stop-Loss-Szenario wirklich irgendwie so 1% nehmen, dann bist du hiermit schon raus und das macht überhaupt gar keinen Sinn. Also 1% unter die Level setzen, das macht überhaupt gar keinen Sinn, so seinen Stop-Loss zu setzen. Ich würde das immer nach Pip-Value machen, welches natürlich gleich ist, während Prozente natürlich unterschiedlich sind, je nach Größe des Levels. Oder wie gesagt, hier den Stop-Loss immer unter die entsprechende Liquidity setzen, was wir hier natürlich im Markt immer sehen können, wo die gesessen hat. QNT stand jetzt zumindest auch erstmal ganz gut rausreagiert. Das sieht doch nicht verkehrt aus. Sieht auch nicht danach aus, als wird der 85 Dollar jetzt doch nochmal unterschreiten. Rio hat auch, ja, gerade leicht reagiert. Das ist noch nichts Nennenswertes. Müssen wir abwarten, ob die Reaktion jetzt ausreicht. Render, das war mein persönlich bester Pick, genau aus dem Bereich mit der Buy Limit Order hier aktuell mit 40% Profit. Ärgert mich selber, dass ich ihn nicht auch noch getradet habe. Na, also, das war ein Spotkauf in dem Fall hier bei mir. Ach, mich nicht, wieso? Habe ich gepennt. Na, ist eigentlich optimalerweise hätte ich beides gemacht, per Spot nachgekauft und auch getradet. In dem Fall den Future Trade leider selber verpennt. Ärgert mich sehr, aber gut, ist wie es ist. Also hier sehen wir es auch nochmal. Da wäre es einfach perfekt gewesen, hier mit dem Einstieg den Stop-Loss dann unter die Liquidity, knapp unter die Liquidity hier zu setzen. So, und dann haben wir hier den entsprechenden Bereich. Zack, und können da richtig guten Chancen-Risiko-Verhältnis von 6 können wir da mitnehmen. Ja, also können 5 Trades verkacken, einer gewinnt und wir sind immer noch im Profit. Sehr, sehr gut auf jeden Fall. Gut, Sai hat ja jetzt auch gerade rausreagiert, hat den Bereich erstmal voll ausgeschöpft und stand jetzt auch sehr, sehr gut im Profit per Trade aus dem oberen Bereich, auch immerhin 13% schon mal. Solana ist noch nichts, den Bereich knapp verfehlt. Tau, ja, auch hier den Kaufbereich knapp verfehlt, müssen wir abwarten, ob der nochmal runterkommt, aber ich FOMO da nicht rein, ich kaufe den nicht zu hoch, entweder der läuft hier nochmal unserem Bereich an oder halt nicht. Tia, genau, hat jetzt auch aus dem Bereich
Ja, das könnte schon knapp gewesen sein, aber ansonsten, wenn man noch drin ist, zumindest stand jetzt auch schon mal 37% Profit. Ja, VeChain kam nochmal zurück, aber auch das ist erstmal nichts Nennenswertes, müssen wir hier einfach abwarten. Grundsätzlich soll er aber, wie gesagt, mit der Reaktion definitiv hier die 6 bis 7 Cent Marke anlaufen. VTHO ist dementsprechend nichts. VRA versucht sich hier gerade zu retten. Das wird auch Zeit, aber auch da müssen wir abwarten. Aktuell völlig uninteressant fürs Trading. XTC ist nix, XLM ist nix, XRP ist auch nix. Na, kommt hier jetzt vermeintlich zurück, aber hat natürlich alle entsprechenden Bereiche zerstört. Glück gehabt, ja, dass er letztendlich, wie gesagt, das B hier nicht unterschritten hat, hat auch hier, na, wie man es genau wie man es sehen kann, hier mit gleicher Höhe nochmal die Stops hier gefischt am Key Price Level und das war's jetzt erstmal. Gut, damit sind wir alle Märkte durch, haben auch schon fast 20 Minuten voll. Dementsprechend würde ich mir mal sagen, heute Abend machen wir, wenn nicht alle Stricke reißen, auch noch einen Livestream. Ich muss, wie gesagt, auch nochmal in die Wohnung. Ich sollte aber eigentlich so 20 Uhr durch sein. Allerspätestens, sprich so, ja, 20, 30, 21 Uhr rum. Irgendwie machen wir auf jeden Fall nochmal einen Livestream. Und da wollen wir nochmal genau auf die Märkte eingehen. Vielleicht haben wir auch noch ein paar mehr Reaktionen. Und ihr könnt, wie üblich, immer alle erdenklichen Fragen stellen, die ihr so auf Lager habt. Gerne sonst auch jetzt schon in die Kommentare schreiben. Wenn es ein bisschen ausführlicher ist, kann ich mir das vielleicht schon, ja, raussuchen für den Stream heute Abend, ein bisschen vorbereiten und so weiter. Und dann würde ich sagen, lasst da wieder ein Like und ein Abo da und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.